Wir haben die gesamte Küste abgesucht und das hier haben wir gefunden. Immerhin ist es schon mal geformt wie ein Horn. Und es ist auch irgendwie grün. Wie Jade. Aber ich wüsste nicht, wie wir damit zur Regenbogeninsel kommen sollen. Ich werde das mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Seht doch! Hey! Ja, ich sehe es auch! Wow! Es ist das Jadehorn! Ihr habt es gefunden! Was? Wirklich? Wir haben es gefunden! Ich wusste, dass es hier sein würde. Shiva dachte, es wäre an der Ostküste, aber ich so... Auf keinen Fall! Es ist hier! Gute Arbeit von euch beiden! Jetzt fliegt zurück zum Palast und berichtet, was ihr entdeckt habt. Hast du das gehört? Er hat gesagt, gute Arbeit. Das Horn zeigt in die Richtung, aber es ist so diesig, man sieht nichts. Die Frage ist doch, wo ist das Schloss, in das der Schlüssel passt? Anschau, hier! Der Wahnsinn! Mist, ich kann immer noch nichts sehen. Das ist ja, als würde man im Nebel rumstochern. Wartet! Durch die Augen des Einhorns wirst du erfahren... Leute! Hier, das müsst ihr sehen! Eine Insel, die von einem Regenbogen umgeben wird, das muss sie sein! Na komm! Jemand muss hier bleiben und das Jadehorn bewachen. Wir können nicht alle dorthin fliegen. Was ist, wenn der Schlüssel gestohlen wird? Er hat recht. Ja, hast du. Also, wer bleibt hier? Immer der, der so fragt. Also, wenn ich mal König bin, dann werde ich diese Regel aufheben. Oh, hier. Das ist von Fuddle. Er nennt es den Regenbogenwasser-Transit-Flakon. Das ist nur eine Flasche, die halb mit Partridge-Bären-Tee gefüllt ist. Naja, er wollte irgendwie helfen. Das ist ja wohl der absolute Wahnsinn.